Barnes Suppenfabrik, 22 Uhr. Schauen wir doch mal, ob wir die Lieferungen abfangen können. Freddy said they were moving 50 pounds a week. That's a lot of soup cans. I think this is an interstate operation. Moving dope around the country to selected grasshoppers. Local weed gets distributed in the usual way, through Pachuco street punks. Someone must know something about this drug baron character. Here they come. Müssen wir jetzt unauffällig folgen, oder wie sieht's aus? Let them unload the goods first. Ist aber auch ein bisschen blauäugig, dass die trotzdem ihre Lieferungen machen, ne? Obwohl die Polizei damit drin steckt. Wow! Das sind ja schon ein paar. Okay, schauen wir mal vorbei. Alle Polizeifahrzeuge sind mit Schrotflinten ausgestattet. Du findest sie im Kofferraum. Oh, das klingt ja nett. Gut, dann würde ich sagen, wenn wir schon diesen netten Hinweis kriegen, dann wollen wir doch auch mal in unseren Kofferraum schauen. Um die Schrotflinte daraus zu nehmen. Ja, oh, besser als eine Schrotflinte. Ein Traum. Besser als jede Schrotflinte. Alright, move. Move! Let's go! Ich bin bereit für eine... Everyone in the position. ...kleine Schlachterei. Got your back. Los geht's! Put your hands where we can see them. Throw out the guns. Ja, ich wollte gerade sagen, geh mal bitte in Deckung auf. Du bist ein Held, Kollege hiervon. Ich kann irgendwie gerade nicht zielen. Ich bin gerade irgendwie zu blöd zum Zielen. Ich weiß auch nicht. So, das war's zumindest schon mal für ihn dort. Haben wir hier irgendwie einen in der Nähe, der auf mich schießt? Ah, da drüben ist einer. Alles klar. Gut, nur mal kurz vorzielen. Damit ich jetzt umso schneller schießen kann. Oh, hier drüben sind ja noch zwei. Ah, okay. Flankieren wir den mal ein bisschen. So, da oben. Ah, nein, das war bloß ein Ventilator. Na gut, lassen wir den links erstmal. Ja, links liegen. Hahaha. Riesen Wortwitz. So, das war's für ihn. Dann kümmern wir uns erstmal um die Leute hier rechts. Der ist noch unten, oder? Ist der unten? Danke, Cole, dass du gleich drüber springst. Ja, da. So, ach, der lebt noch, hä? Ach, da sind zwei. Na, komm raus, Kollege. Lebt er noch? Ah nein, es ist noch einer über mir, wie es scheint. Na gut, wenn ihr meint. Jetzt ist er auf jeden Fall weg. So, dann holen wir uns noch den einen, der sich hier hinten versteckt. Und dann können wir wahrscheinlicherweise erstmal wieder ein bisschen Beweise checken. Ja. Detectives. Found something here you probably want to see. Okay, ich bin gespannt. Habt ihr wieder die Leichen so ein bisschen drapiert in den einzelnen Ecken? Auch interessant. So, was gibt's denn? Suppen? Mensch, das ist ja überraschend. Ein Mann mit einem Loch in der Brust? So, ja, unten ein Toter. Weiß nicht, ob der von Interesse ist. Der Typ könnte uns ja auch mal verraten, was es gibt. Ach, hier hat er einen Silberdollar auf jeden Fall schon mal. $1 per dead man. Doesn't seem like much for a human life. Gut, schauen wir mal an, wer das hier ist. Ob das vielleicht unser Ernesto ist? Ob der hier überhaupt mit dabei war? Wissen wir ja nicht. Ja. Tijuana address. We should see what the Federales have on it. So, Ernesto Cecilio. Ich dachte, der hat irgendeinen Nachnamen. Ach nein, Juarez. Ach so, stimmt, das ist der Vorname. Der hat bloß einen Zweitnamen noch. Was haben wir hier?
Ein Filmticket. Eine Eintrittskarte meine ich, ja. Endlos ist die Prärie. Nur dann. Sieht ja unglaublich wichtig aus. Für die ist es aber wahrscheinlich irgendwie wichtig. Bestimmt. So, hier drüben ist nichts mehr? Nee. Gut. Schön, wie er drüber steigt. Ja, jetzt hör doch mal auf, über den Kerl drüber zu steigen, Mensch. I think we found our stash, Cole. Take a look in these boxes. Du sollst nicht ihn untersuchen. Steig einfach über ihn drüber. Dankeschön. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt das war, was der Polizist mir zeigen wollte, oder ob es hier noch irgendwas anderes gibt. Er war ja ein bisschen zugeknöpft mit den Informationen, ne? Wollte ja nicht so viel verraten. Wahrscheinlich wollte er mir die Überraschung lassen oder so, ich weiß es nicht. Den liegt auch noch... Ja, genau, stell dich drauf. Finde ich gut. Wahrscheinlich wollte er mir die Überraschung lassen und meinte so, ah, der Kerl kann auch selbst mal gucken. Kann ich eine Seite aufmachen? Ist überhaupt noch irgendwas in dem Laster drin oder ist der egal? Ich glaube, der Laster ist egal, oder? Cole ist komisch. Na gut, habt ihr noch irgendwas entdeckt hier oder lauft ihr hier einfach nur alle kreuz und quer durch die Gegend, weil ihr lustig seid gerade? Ich finde irgendwie, dass das gerade ein sehr verwirrender Tatschauplatz ist. Weiß ich auch nicht. Ich weiß überhaupt nicht, was ich hier untersuchen soll. So richtig. Hier ist so viel Zeug. Wahrscheinlich ist der größte Teil total unwichtig. Ich nehme an, im Müll wird wohl nichts sein. Irgendwie nervt mich der Fall so ein bisschen. Der ist irgendwie blöd gemacht. Nicht der erste, der mich stört, aber auch einer. Ich guck noch mal kurz hier, ob hier noch irgendwas ist, was wir untersuchen können. Nein, du sollst nicht an der Leiche rumfingern. Mensch, Cole, lass doch mal deine nekrophilen Neigungen. Das muss doch nicht sein. Nicht jetzt. Kannst du später mal machen. Ist irgendwas mit den anderen Leichen vielleicht? Nö. Na gut. Not now, Phelps. Natürlich nicht. So, hier hinten ist auch nichts. Nö. Aber wenn man irgendeinen Hinweis hätte, was man hier eigentlich untersuchen soll, das wäre schon geil. Aber vielleicht sollen wir einfach mal hier drüben die ganzen Kisten untersuchen. Ich meine, das ist ja auch in die Ecke, in der dieser Vorarbeiter, mit dem wir gesprochen haben, immer rumgelungert hat, ne? Aber hier hört die Musik auf. Hier ist also nichts, sozusagen. Das ist gut zu wissen. Wenigstens eine Ecke, die wir schon mal... Hört doch mal auf, immer überall drüber springen zu müssen. Die wir schon mal ausschließen können. So. Vielleicht oben? Oben steht auch ein Bulle rum, aber die stehen ja sowieso überall rum und genießen die Aussicht. Ach, hier liegt noch einer. Sagt mir das doch, Leute. Sagt mir das doch bitte einfach. Das hätte die Sache vereinfacht. Ja, hübsches Gesicht hast du. Der sieht aus wie der Juan. Ist das wahrscheinlich dann der Jorge? Kann das sein? Erstmal kurz das Pfötchen angeschaut. Das sind ein paar Scheine. Kannst du irgendwas mit denen machen noch? Oder? Ah ja. Das ist schon ein kleiner Klumpen, den er da so hatte. Natürlich. Yet another silver dollar. Und es ist tatsächlich Jorge. So, haben wir denn vielleicht auch eine Brieftasche? Nein, ich will nicht die Hand haben. Ich will eigentlich eine Brieftasche haben. Falls der Kerl sowas besitzt. Aber scheinbar nicht. Woher auch immer wir wissen, dass das Jorge ist. Keine Ahnung. Der hat ja... Oder? Der hat doch bloß die eine Brusttasche hier und das war's. Und in der hat er seine Münze drin stecken. Ja. Die hilft mir also nicht weiter. Da ist bloß die Hand, da ist das Gesicht, da ist die andere Hand. Nö, hat nichts mehr. Okay, bisschen seltsam. So, haben wir denn sonst noch irgendwas hier, was ich noch untersuchen könnte? Der Fall ist echt komisch, ich weiß auch nicht.
So, haben wir hier hinten noch irgendwas in den Kisten? Wobei das scheinen bloß Zutaten zu sein, oder? Ich finde halt auch komisch, dass wir den LKW überhaupt nicht untersuchen sollen. Wieso habt ihr den eigentlich liegen lassen, wenn ich den nicht untersuchen kann? Und warum kann ich einfach auf dem rumspringen, bei allen anderen Leichen versucht da drum rumzugehen oder drüber zu steigen oder irgendwas zu machen? Aber auf dem kann ich einfach rumsteigen, wie ich lustig bin. Na gut, schauen wir mal kurz hier. Halt erstmal hier drüben. Ist hier noch irgendwas oben vielleicht? Habt ihr ja auch noch eine Leiche versteckt? Nö, aber hier steht auch einer, der die Aussicht genießt. Natürlich. Habt ihr alle nichts zu tun, oder was? Steht da und quarzt eine Runde. Ah. Auch noch abgeschlossen. Na gut, gehen wir über den anderen Weg. Ich weiß halt auch nicht, ob wir jetzt nur in der Halle schauen sollen oder ob noch andere Räume dazugehören. Auf jeden Fall geht die Musik noch weiter. Hier hört sie auf, na klar. Ja, hier ist nichts mehr. Ach, na gut. Hier fängt sie wieder an, aber vielleicht haben wir ja dann... Hör doch mal auf, da runter zu gehen. Vielleicht haben wir ja dann hier noch irgendwas. Keine Ahnung. Die Tür ist generell zu, na da. Nee, hier ist auch nichts mehr. Das gehört auch nicht mehr dazu. Überall dort, wo man noch was untersuchen könnte, ist nichts mehr. Na gut, schauen wir nochmal kurz hier. Aber hier spielt auch keine Musik, also das wohl auch nicht von Interesse sein. Schon ein bisschen nervtötend hier gerade. Ach, also nochmal rein in die Halle. Was soll ich denn noch untersuchen? Es wäre so schön, wenn mir jemand anders mithelfen könnte. Und mir einen Tipp geben könnte, was ich denn noch... Ernsthaft? Eine von 1000 Kisten. At the very minimum another 50 pounds. Phelps, Earl. Haben wir es endlich. Schön. It's like quite a bloodbath. What was this all about? Drugs and money. What else? Speaking of money, where did that roll go? I picked it up for safekeeping. The department owes me 50. Ray, I have another 2 coins for you. Great. I've got something to show you. It's all set up on the table over here. There. Take a look at these coins you've been collecting. Können wir jetzt also endlich mal hier auch was anschauen an der Ecke? Okay. There are letters cut into each coin, along with not legal tender. What does it mean? Those are Morgan silver dollars from the 20s. They were removed from circulation and sent for disposal. A number of smelters around the country had the contract. Look at them together. Can you work out what it says? Warte mal, haben wir nicht... Ich will noch mal ganz kurz was schauen bei den Hinweisen. Wir haben noch dieses seltsame Wort, Masankai. Können wir das vielleicht irgendwie bilden dabei? Kai können wir auf jeden Fall schon mal machen. So. Lass mal hier... Kann ich... Das ist irgendwie total komisch gemacht. Ah, okay. So, nee, was machst du denn? Hör doch mal auf, von dir aus irgendwas antippen zu wollen. Das ist total merkwürdig gemacht. So, was ist denn das hier für eine... Ach, eine komische Steuerung ist das. So, lass mal die dahin schieben. Jetzt will ich die ganz rechts haben, ja. Genau. Hör doch mal auf, die nehmen zu wollen. Ich möchte hier drüben die haben. Nein, nicht die. Nicht Cole. Die Steuerung macht mich schon ein bisschen wahnsinnig hier. So, da haben wir Masankai. Die Frage ist, was sollen wir jetzt mit dem Rest machen? Lassen wir die mal da. Und ziehen die mal hier rüber. The first coin MAS, the second ANG, the third KAY, the fourth MET, the fifth ALS. Masankai Metals. Ah. A metal foundry. Would you like the address? Would I ever? 1034 Vine Street, Hollywood. We'll finish up here. It's already been a long night, Phelps. See if you can talk them into giving themselves up. Haben wir es doch rausgefunden, Mensch. Masankai Metals untersuchen. Okay, das ist schön, dass wir da jetzt auch wissen, was dieses Masankai eigentlich sein soll. Ich konnte damit irgendwie nichts so wirklich anfangen.
gut, die Musik ist jetzt auch vorbei. Aber mal ehrlich, da heißt es hier, es gibt was Interessantes und du hast eine Kiste von Tausenden, die hier rumstehen, die du dann öffnen sollst. Das ist doch dämlich, oder? Die hier. Ja, mach zu. Sei denn, du willst das für den eigenen Bedarf mitnehmen. So, ich glaube, dann haben wir es hier auch. Raus hier. Ich mochte die Halle schon beim ersten Besuch nicht, jetzt beim zweiten ist es nicht besser geworden. So, Mesenchyme Metals, stillgelegtes Altmetallwerk. Alles klar. I hope that big wad of cash doesn't weigh you down. Get your priorities straight, Phelps. We're close to bringing in one of the biggest dope cases of the year and you're worrying about unsubstantial evidence? Ja, natürlich, so denkt er sich das, weil er sich dann alles hier einstecken kann, ohne dass jemand nachfragt. Ist klar. Weg da. Dieser Kerl ist so eklig, ganz ehrlich. Halt die Klappe. Das muss sein, ab und zu. Ach, ist natürlich auch noch gleich um die Ecke. Ich sag ja, die Wege sind irgendwie kurz geworden hier in Hollywood. Mesenchyme Metals Lagerhaus, 22.43 Uhr. Locked. We need another way in. Na, das war ja überraschend. Das war ja extrem überraschend, dass hier zu ist. Löse das Rätsel mit den Silberdollars. Dafür gibt's echt eine Errungenschaft. Na gut, wenn ihr meint. Der Weg nach drinnen ist auch gefunden. Ein Traum. So, aber hier sieht's auch ein bisschen zu aus. Schauen wir mal auf der Rückseite nach. Vielleicht haben wir ja da eine bessere Chance. For the back door, bro. Ob hier jemand drin ist, vor dem wir uns fürchten sollten? Oh ja, ich sehe es ja schon. Haben wir vielleicht noch... Nein, wir haben unsere Thompson nicht mehr. Ach, ärgerlich. Hätte ich mir doch aus dem Kofferraum eine mitgenommen. Ernsthaft? Ich habe keinen getötet gerade? So, haben wir schon mal zwei. Wo ist denn jetzt der dritte? Achso, noch ein paar mehr sehe ich gerade. So, Ruhe. Das läuft. Können wir jetzt vielleicht schon einem hier eine Waffe mitnehmen? Ne, die haben auch bloß alle solche kleinen. Keiner, der irgendwas Größeres mal dabei hat. Schade eigentlich. Wobei der hier hinten hatte doch was, ne? Ja, natürlich. Der hatte eine... Schöne Thompson, das finde ich gut. Okay, auf nach oben. You okay? I'll tell you when I see what's waiting for us at the top. Okay, ist hier einer? Nee, ne? Throw out the guns. Mal rein. Oh, was? Ah, sieh mal einer an. So, das war's für ihn. Okay, wir gehen weiter hier durch. Können wir auch machen. Wo ist denn der? Da. Na komm raus, mein Kleiner. Zeig was von dir. Finde ich gut, dass Roy einfach vorrennt. Dann ist er nämlich so ein bisschen hier der Köder für uns. So, ich gehe noch mal kurz ein bisschen Muni mit einsammeln. Nur für alle Fälle. Wir wissen ja nicht, wie lange das hier noch geht. Schleicht dich mal ein bisschen schneller. Ah, schade. Hier drüben ist gleich einer. Den will ich mal als erstes weg haben. Weil der einen ungünstigen Winkel hat. Der kann mich direkt... Ja, der kann mich direkt angreifen hier. Auch wenn ich in Deckung bin. So, da drüben muss auch noch irgendwo einer sein. Zeigt euch! Kommt schon! Gehen wir mal hier unten in Deckung. So, das macht es vielleicht ein bisschen einfacher. Das ist für ihn und da ist noch einer übrig. So. Kein Problem. Alles ganz in Ruhe. So, weiter geht's, würde ich sagen, ne?
Machst du auf? Soll ich? Okay, dann mach ich. LAPD, hands up! Victor Sanders. You know this guy? I should have known. Of course I know Roy. Roy and I have had an arrangement for many years. You're under arrest. Am I? We have a mountain of prima facie evidence, as well as the testimony. You'd be surprised how things have a habit of sorting themselves out. Evidence disappearing. Witnesses that can't be found. Policemen that forget. The impossible becomes probable when you have a client list like mine. Shut your mouth! Turn around and put your hands behind your back! Na Roy, wie sieht's aus? Working vice can be a thankless task, Phelps. But on behalf of the brass and the moms and dads and the concerned citizens, I'd like to commend you and your partner for smashing this dope ring. Reefer is almost as big a threat to the children of this city as communism. What about Sanders, Lieutenant? Leave Sanders to me, Phelps. The chief will be looking after that one personally. He will be brought to trial. Phelps, we are celebrating your success. Don't push your luck. Sanders is no longer your problem. Also wird er davon kommen. Es war so klar. Er schieße insgesamt 100 Schurken. Way! Ah, und Kifferwahnsinn scheint ein DLC gewesen zu sein. Hey, immerhin 4 Sterne. Hätte ich gar nicht gedacht. Nur 6 von 9 Fragen richtig? Also dafür, dass der Anfang gar nicht mal so gut lief mit den Befragungen, scheint es ja doch halbwegs vernünftig geworden zu sein. Auch ohne Victor Sanders wird die Auflösung des Panel-Drogenrings in die Geschichte des LAPD eingehen. Wow, Wahnsinn. Weiter geht's.